Hallo liebe GetGoods-Freunde, GetGoods.de-Shopper und HOH.de-Shopper. Wir strahlen immer noch in 2D aus, aber wenn man räumliches Arbeiten benötigt, wie zum Beispiel, welche Anwendung gibt es denn zu Hause? Google Earth zum Beispiel. Kann man reinzoomen, rauszoomen, die Umgebung drehen und so weiter und so fort. Oder wenn ihr professionelle CAD, Computer Aided Design, Anwender seid, dann bräuchtet ihr natürlich eine Maus, eine Computermaus, die nicht nur, sage ich mal, zweidimensional arbeitet, sondern am besten ihr wollt eine Maus, die sowohl zweidimensional arbeitet, als auch die dritte Dimension noch mitnimmt. Ja, es gibt so eine Maus und die kommt nämlich von 3D Connection. Das ist die Space Navigator für Notebooks. Also einfaches USB-Device, das man anschließen tut an sein Notebook, sei es Windows, sei es Mac OS 10. Damit geht es und dann könnt ihr zum Beispiel, wie ich anfangs schon gesagt hatte, Google Earth wirklich dreidimensional erleben. Dreidimensional erleben, das ist ein gutes Stichwort. Ich verrate noch nicht so viel, aber irgendwann werdet ihr das schon erfahren. Ups, dann habe ich ein bisschen zu viel verraten. Aber wir machen jetzt hier weiter in unserem 2D-Unboxing einer 3D-Maus. Und dieses kleine Schätzchen sieht nämlich folgendermaßen aus. Holt man das dann raus, kommt natürlich das Produkt zum Vorschein. Und dann natürlich auch CD. Navigate Your 3D World, da ist die Software drin. Und auch die, sage ich mal, ja, Quick Start for Windows. Alles bereit. German, French, Japanese und Chinese version of this Quick Start available from the CD-ROM. Das heißt, wenn ihr lieber Französisch lesen wollt, wenn ihr lieber Japanisch lesen wollt oder Chinesisch lesen wollt, dann tut es. Ich kann Deutsch, Französisch kann ich nicht, Japanisch kann ich erst recht nicht, Chinesisch sollte man meinen, dass ich das könnte, aber ich kann es leider nicht, wirklich nicht. Eine meiner kleinen Schwachstellen. So, diese kleine 3D-Maus wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Nico hat es natürlich wieder verpackt. Ja, er sollte es eigentlich schon öffnen. Nein, hat er nicht gemacht. Muss man sich natürlich wieder veralbern. So, zack. Das gehört zwar zum Lieferumfang, hat aber nichts mit der Maus zu tun. Das soll einfach nur die Feuchtigkeit hinwegsaugen. Zum Vorschein kommt dann ja so ein kleines Transporthülle und natürlich die 3D-Maus. Wie ja auch schon erwähnt, das ist ja die Portable-Version und ist per USB anschließbar an euren Laptop. Zack, einfach anschließen, Software installieren und schon kann es losgehen. Die Maus würde dann normalerweise so zu euch platziert, hier so ein Notebook. Es lässt sich hier eine Art Rotation auslösen oder je nachdem, wie man es konfiguriert, nach unten drücken, nach oben ziehen und dann natürlich hier auch zweidimensional nach links und rechts dann eben halt bewegen. Jetzt nicht wundern. Es hat natürlich keinen Sensor. Es ist nicht eine gewöhnliche Maus, wie man sich das vorstellt, dass man das so nimmt und hin und her schiebt. Nee, die ganzen Bewegungen, die er macht, ist so ähnlich. Vom Notebook kennt ihr das. Zum Beispiel von einem IBM Lenovo Notebook. Dann ist ja da so der kleine Cursor da drin. Den bewegt man dann hin und her oder diesen Trackstift, diesen roten Punkt, bewegt man hin und her. Trackpoint, jetzt ist mir das Wort eingefallen. Und genau das gleiche kann man eigentlich mit dem auch machen. Das ist dann, sage ich mal, die Mauszeigerbewegung. Dann wäre hier die Rotation, also auch noch zweidimensional. Und dann die dritte Dimension natürlich rauf und runter. Jetzt noch die Frage, wo sind eigentlich die Maustasten? Meine heißgeliebte linke und rechte Maustaste. Die sind auch noch hier, die sind hier seitlich angebracht. Mit der Schrift immer schön zu euch. Hier die linke Maustaste und hier natürlich die rechte Maustaste. Ich drehe es nochmal rum. Hier eine Maustaste und auf der anderen Seite die Maustaste. So gesehen
könnt ihr dann eben halt durch den dreidimensionalen Raum dann halt navigieren. Natürlich, das ist kompatibel zu diversen Softwarepaketen. Das steht aber natürlich alles auf unserer Produktseite oder, wenn ihr es erworben habt, in der Dokumentation. Die Dokumentation gibt es ja in Deutsch, Französisch, Japanisch und Chinesisch. Toll. Wenn ihr es haben wollt, dann geht einfach bei uns in die Shopseiten unter geckos.de und hoh.de, und wenn ihr noch weitere Technik-Gadgets erlesen, erschauen und erleben wollt, dann könnt ihr es natürlich auch gerne tun bei uns im Blog unter blog.getgoods.de oder unter videos.getgoods.de. Alle weiteren Aktivitäten, die wir mit euch machen, die wir für euch machen, erfahrt natürlich auch in unseren ganzen Social Networks, und die kommen jetzt. Bis dann.